Nachdoppeln. Ja, er startet wieder von der dritten Position. Wieder etwa die gleiche, nein, nicht ganz die gleiche, aber eine ähnliche Startaufstellung wie vorhin. Okay. Nach einem großartigen Eröffnungsrennen geht die Saison heute in die zweite Runde. Willkommen in Nürburgring. Der Start war akzeptabel. Bleib einfach weg, bleib einfach weg. Schon wieder. Ja, ich musste ja außen durch, hat er sonst keinen Platz. So, jetzt nur noch Carsten Schmidt einholen. Ja, From 73 ist online. Deshalb wäre es gut gewesen, eigentlich das Lök-Team zu fahren, dann hätte ich einen Gegner weniger. Dann wäre Zickler stark. Aber ich komme langsam an ihn dran. Ja, ich weiß, ich bin nicht blöd. Ja, also der komme ich schon dran. Viel zu vorsichtig. Kann den schon längst überholen. Ich fahre wirklich vorsichtig jetzt. Kann man noch sagen. Thank you.
muss ich ihm ihn halt nochmal krallen. Schwierig genug. Mann, ist der schnell. Oh. Ach du meine Fresse. Der spinnt doch. Und hier sehen wir das Rennen noch einmal. Okay, diesmal war sein Start nicht so gut gegenüber dem letzten Mal. Aber Mann, wie blöd bin ich eigentlich? Wieso mache ich eigentlich diesen Fehler noch? Ob vielleicht, also ich denke, jetzt schneide ich hier mal raus bis zu dieser Szene, wo wir gekommen sind. Okay, wir sind zurück. Und diesmal von hier. Wo ich mich angesaugt habe und ihn überholt. Okay, man hat es gar nicht richtig gesehen, mal in die Kamera wissen vielleicht. Okay. Oh nein, jetzt bitte ich nochmal nein. Lassen wir's. Lassen wir's. Hier das offizielle Ergebnis. Das ist der erste Platz für den neuen Fahrer von Zephyr Sport. Carsten Schmidt landet mit minimalem Rückstand auf Rang 2. Der letzte Platz auf dem Treppchen geht an Ralf von Tripp. Okay, ja, es war wirklich auf der letzten Rille. Zickler ist nicht mal in die Punkte gekommen. Mein Teamkollege aber auch nicht. Und der Idiot, der als erster gestartet ist, wurde letzter. Ich bin gespannt, wie sich das heutige Rennen auf den Gesamtstand auswirkt. Und es gibt einen neuen Spitzenreiter, den neuen Fahrer von Zephyr Sport. Im Moment Rang 2 für Carsten Schmidt. Hat sich auf Rang 3 vorgearbeitet, Fabian Janker. Okay, jetzt gibt's noch drei Fahrer ohne Punkte. Der Donner, der Ernst und der Morizu. Ich habe jedes Team hat schon Punkte. Der Zickler hat doch einen Punkt. Sogar mein Teamkollege hat mehr. Aber ja, das ist schwer. Deshalb mein Kommentar an Ghost Call 100. Ich hatte ja gesagt, es wird schwierig. Es wird verdammt schwierig. Aber ja, machen wir es mal. Für diese Strecke hier brauche ich ein bisschen Training. Dürft ihr mir nicht übel nehmen. Diese Strecke ist der A1-Ring, heute wird der Red Bull-Ring genannt, ist sehr schwierig zum Fahren. Aber zuerst speichern wir mal. Weil der A1-Ring ist hügelig. Es gibt überall Anbremspunkte, bergauf, bergab. Es ist relativ schwierig, hier die perfekte Linie zu treffen. Und deshalb muss ich zuerst ein bisschen trainieren. Okay, es wird in der Nacht gefahren. Ach, ich vergaß. Analogstick. Ja, da muss ich noch ein bisschen üben. Ich werde das wohl einen kleinen Teil davon rausschneiden. Weil sonst werden die Parts auch ein bisschen lang und ihr wollt mir ja nicht zusehen, wie ich hier die ganze Zeit trainiere. Wäre ja auch zu blöd. Okay, wir sind wieder zurück. Diesmal habe ich noch ein bisschen trainiert. Ich habe eine 1,40-Runden-Zeit gemacht und hoffe, Ideo kann als erster starten, und hoffe, dass das genügen wird. Jetzt auf zum Rennen. In wenigen Augenblicken beginnt hier das nächste Rennen um die diesjährige Meisterschaft.
Das Rennen wird jeden Moment gestartet. Damit gebe ich ab an die Strecke. Ah, scheiße, jetzt hätte ich genau perfekt gestartet. Perfekten Moment erwischt gehabt. Aber live fertig weggeworfen. Okay, das war eigentlich keine Absicht. Sie könnten das Siegerpodest erreichen. Bleiben Sie dran. Ich bin auf dem Siegerpodest. Oh, der hat sich rausgedreht. Carsten Schmidt hat sich rausgedreht. Aber glaub mir, der kommt wieder. Die Kunst liegt jetzt darin, keinen Fehler mehr zu machen. Ich fahre viel zu konservativ. Zu konservativ Fahrweise kann auch fehlerbringend sein. Boah. Im Training lief alles viel besser. Ich denke, Carsten Schmidt ist schon wieder hinter mir. Vielleicht ist es auch Zickler, keine Ahnung. Ich glaube, dieses Auto auf der Strecke zu halten ist schwieriger als es aussieht. Warum auf diese Strecke? Hier wieder ein grober Schnitzer. Mit einer, das ist aber kein Schnitzer BMW. Aber man muss wirklich echt behutsam sein hier. Dieses Auto ist sehr aggressiv. Okay, dieses Fehler ist jetzt nicht so schlimm. Immerhin bin ich nicht gerutscht, sondern nur rausgefahren. Einfach keinen Scheiß mehr bauen, den Sieg habe ich so gut wie auf sicher. Muss nur noch ins Ziel kommen ohne Fehler.